Ja, hallo und herzlich willkommen zum Fakten und Statistiken Video zu Battleground 2016. Kommt etwas verspätet, ich habe es zeitlich nicht geschafft, am Freitag das Video zu bringen, aus zeitlichen Gründen. Entschuldigt mich dafür, jetzt kommt das Video und ich würde mal sagen, es gibt einen guten Spruch, besser spät als nie. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Battleground fand zum vierten Mal statt. Battleground 2016 lief 3 Stunden und 16 Minuten. Damit um 16 Minuten überzogen und das zum dritten Mal in diesem Jahr, dass die WWE einen Pay-Per-View überzogen hat. Battleground 2016 fand in Washington DC statt und das zum ersten Mal. Battleground 2016 ist der erste Pay-Per-View seit dem Roster-Split. Bayley macht ihr erstes Match im Main-Roster und ist gleichzeitig ihr Pay-Per-View-Debüt. Dean Ambrose, Bayley, The Club, Enzo und Cass, Natalya und Sami Zayn machten ihr erstes Match bei einem Battleground Pay-Per-View. Kofi Kingston, Bray Wyatt und Roman Reigns waren bei jedem Battleground Pay-Per-View dabei. Darren Young macht sein erstes Singles-Match bei einem Pay-Per-View seit 2,5 Jahren. Das längste Match am Abend war das Singles-Match zwischen Sami Zayn und Kevin Owens mit 18 Minuten und 22 Sekunden. Das kürzeste Match am Abend war das Pre-Show-Match zwischen Breezango und Usos mit 5 Minuten und 9 Sekunden. Der WWE Tag Team Title stand bei diesem Pay-Per-View nicht auf dem Spiel. Erneut stand auch der Women's Title bei diesem Pay-Per-View nicht auf dem Spiel und das zum zweiten Mal hintereinander bei einem Pay-Per-View. Es gab keinen Titelwechsel bei diesem Pay-Per-View. Sami Zayn gewinnt zum ersten Mal bei einem Pay-Per-View. Von den aktuellen Leuten, die bei Battleground aufgetreten sind, haben Roman Reigns, Seth Rollins, Karl Anderson, Luke Gallows, AJ Styles, Kevin Owens, Zack Ryder, Xavier Woods, Big E, Kofi Kingston, Becky Lynch und Dana Brooke haben noch nie bei Battleground gewonnen. John Cena hat noch nie bei Battleground verloren, er hat 3 Siege bei Battleground und damit die meisten. Ebenfalls auch Bray Wyatt, er hat auch 3 Siege, jedoch hat er eine Niederlage. Bei den Women's Wrestlerin hat AJ Lee die meisten Siege bei Battleground und zwar 2-mal. Roman Reigns und Kofi Kingston haben die meisten Niederlagen bei Battleground und zwar haben sie 4 Matches bestritten jeweils und haben 4-mal verloren. Dean Ambrose verteidigt zum ersten Mal seinen WWE-Titel bei einem Pay-Per-View. Roman Reigns, Seth Rollins und Randy Orton haben am meisten Battleground geheadlined und zwar 2-mal. Jeder Battleground Main Event ging um den WWE-Title und hatte 3 verschiedene Matchtypen gehabt. Es gab 2-mal ein Singles Match, 1-mal ein Triple Threat Match und 1-mal ein Fatal 4-Way Match. Es gab noch nie einen WWE-Titelwechsel bei Battleground. Generell gab es keinen Titelwechsel bei Battleground, außer 2014, wo The Miz den IC-Title gewonnen hat, jedoch war der Titel vakant zu diesem Zeitpunkt. Roman Reigns headlined zum 6. Mal einen Pay-Per-View im Jahr 2016, Dean Ambrose zum 4. Mal und Seth Rollins zum 2. Mal, das sogar in Folge. Roman Reigns ist weiterhin erster in Sachen meisten Main-Events bei Pay-Per-Views 2016 und zwar 6-mal, an zweiter Stelle ist Dean Ambrose mit 4 Main Events. Laut Wrestling Observer Newsletter war das beste Match bei Battleground 2016 das Singles Match zwischen Sami Zayn und Kevin Owens mit 4,5 Sternen. Laut Wrestling Observer Newsletter war das schlechteste Match am Abend das IC Title Match zwischen The Miz und Darren Young mit 1,5 Sternen. Die restliche Sternebewertung im Überblick. Das Women's Tag Team Match zwischen Charlotte und Dana Brooke gegen Sasha Banks und Bayley mit 2 Sternen, das US Title Match zwischen Rusev und Zack Ryder mit 2¼ Sternen, Breezango vs. Usos mit 2¾ Sternen, Natalya vs. Becky Lynch als auch Wyatt gegen New Day mit 3¼ Sternen, The Club vs. John Cena und Enzo und Cass mit 3,5 Sternen und das WWE Championship Match zwischen Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns mit 4 Sternen. Ja, das war mein Fakten- und Statistiken-Video zu Battleground 2016. Schreibt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, welchen Fakt ihr am besten findet oder welchen Fakt ihr noch nicht wusstet. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, welchen Fakt ich noch nicht genannt habe, der aber erwähnenswert ist. Könnt ihr gerne auch schreiben und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!